Ein herzliches Hallo und willkommen zurück. Wir sind mit dem Ink-Mädel immer noch unterwegs bei Splatoon und starten Mission Nummer 16 bzw. Mission Nummer 10. Quatsch, 13. Na gut, eigentlich es ist Mission Nummer 10, wenn man die Bosskämpfe nicht als Mission ansieht. Dann habe ich recht. Ist aber egal, wir sind auf jeden Fall hier bei Splatoon. Sind immer noch mit dem Konzentrator unterwegs und müssen mal gucken, wie wir uns hier jetzt so gekonnt durchkämpfen. Es würde vielleicht sogar funktionieren, wenn die Kisten hier nicht da wären. Herrgott, noch eins. Dann könnte ich nämlich, wenn ich Glück habe, den Gegner schon erledigen von hier. So. Mit dem letzten Tupfertinte, das ich noch habe. Lauf! Lauf! Der wollte es wissen. Der war schnell unterwegs. Da hinten wäre noch... Ach, da wäre Schutz. Aber wir ignorieren den Schutz. Wir brauchen keinen Schutz. Wir brauchen keinen Fahrradhelm mehr. Wir sind erwachsen genug. Was keine Ausrede sein soll. Auch Erwachsene sollten Fahrradhelme tragen, weil man weiß nie, was passiert. Ist aber auch egal, ich fahre sowieso keinen. Ich glaube, ich habe nicht mal ein Fahrrad. Wenn, dann steht es irgendwo bei meinen Eltern rum. Weil ich hier auch überhaupt keinen Platz für ein Fahrrad hätte, von daher... Ja... Ist das in dem Falle dann auch egal. Wir springen hier jetzt einfach zweimal, sind beim Checkpoint angelangt und gucken... Dass wir hier auch... drei von denen. Oh, das ist ja fies. Waren hier schon immer drei von denen? Echt jetzt? Das ist ja sauscheiße. Ich glaube, ich lebe echt sehr viel davon, dass die Gegner mich einfach noch nicht so wirklich treffen auf die Distanz. Ansonsten hätte ich hier, glaube ich, schon viel, viel mehr Probleme. Ich hätte auf jeden Fall viel, viel mehr Probleme haben sollen hier. Aber gut, ich beschwere mich beim besten Willen nicht. Ich bin ja froh, wenn es nicht ganz so schwierig ist. Oh, komm hoch. So weit, so gut. Puh, wie mache ich das hier denn am besten? Du hast mich nicht gesehen. Oh doch, du hast mich. Ich habe meine Zielscheibe nicht gesehen, mein Fadenkreuz nicht gesehen, das hat mich ein wenig irritiert. Aber ansonsten, alles klar. Dammit, das hat auch nicht funktioniert. Hui. 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 Oh, ich glaube, ich erinnere mich hier dran. Das ist nicht so einfach gewesen. Aber mal gucken. Erstmal hier mit dem Ding alles da hinten anspritzen, was man anspritzen kann. Also gar nicht. Das ist ja unpraktisch. Dann spritze ich mir einfach nur mal das Ding hierher, wofür ich die Waffe hier wahrscheinlich gar nicht gebraucht hätte. Einfach weil ich mit dem Konzentrator so ewig weit spritzen kann. Damit. Yep. Oh Gott. Du! Ach, geh weg. So, und dann mache ich mir hier mal einfach nochmal ein bisschen Platz. Das war jetzt natürlich viel zu weit, ist aber auch nicht so wichtig. Hauptsache, ich komme hier ohne Probleme hoch, was damit jetzt eigentlich ziemlich sicher sein sollte.
Ja, tatsächlich wunderbar, hat funktioniert, alles in Butter, ich kann mich entspannen, zurücklehnen. Gleich haben wir die Mission geschafft. Keine Panik, ich bin gleich fertig. Alles cool, alles in Butter. So, was war das? Das war doch ein Octoling, oder? Das war ein Octoling. Fuck, das war ein Octoling. Hilfe! Panik, Panik, Panik. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich kann nicht... Schieß mich hoch, schieß mich hoch! Um Gottes Willen. Wo ist sie? Wo ist sie? Da hinten. Ich krieg dich. Oh, dammit! Hilfe! Ist mal weg. Ich möchte das Schild nicht benutzen. Ich krieg das auch ohne Schild. Glaubt's mir. Okay, vielleicht auch. Ah, verdammt, jetzt hätte ich es tatsächlich hingekriegt. Aber gut. Ist eventuell auch ganz praktisch, dass ich das Schildchen noch habe. Da wäre nämlich gleich der nächste gekommen, der vielleicht nicht mehr so zaghaft gewesen wäre. Aber gut. Völlig egal. Propellerflug durch Wind und Wetter damit abgeschlossen. So langsam wird's haarig mit dem Konzentrator. So langsam stoße ich an meine spielerischen Grenzen. Ich merk's schon. Ich habe echt vor dem Endgegner hier habe ich echt Angst. Der wird mit dem Konzentrator nicht einfach. I'm telling me you. Oder so. Keine Ahnung, ich spinne, ist okay. Oh, Sniper. Einen eigenen gegnerischen Sniper zu haben, ist jetzt natürlich... Es wird jetzt das Sniper-Duell. Aber... Ich denke mal, da die auch lange brauchen, um zu zielen, habe ich damit eigentlich einen riesen Vorteil, weil ich mir tatsächlich Zeit lassen kann, ohne Angst haben zu müssen. Ich muss halt nur... die können halt, glaube ich, weiter schießen als ich, aber ansonsten... Mal gucken. So. Absolut, ihr seht's, absolut kein Problem. Es wäre gelacht. Nee. Gottes Willen, viel zu weit weg. So, der hat mich nicht mal gesehen, so gut bin ich. Der hat mich nicht mal gesehen. So, ich bin mal hier kurz weg. Schnappe mir die Box. Oh, muss dann gucken, dass ich überhaupt nochmal rauskomme. War ich mit dem Roller auch hier unten? Das stelle ich mir schwer vor, nochmal rauszukommen. Ach, schieß dir nur! Oh, dammit. Stirb! Explodiere! So, ich kann hier in aller Ruhe rüberlaufen. Ich habe kein Problem damit. Ich muss mich nicht verwandeln. Mir geht's gut. Ich habe alles... Das ist eigentlich echt ein Riesenvorteil vom Sniper. Ich kann aus der Entfernung einfach alles freiräumen. Und kann dann den Weg genießen, den ich so machen muss. Ach, komm schon. So, du auch am besten gleich. Ich komm nicht an dich dran, das ist ungünstig. Oh, der hat mich gesehen. Die Sau. Beziehungsweise, keine Sau, aber trotzdem.
Nee, einfach blind irgendwo hinschießen ist aber unfair hier. Kollege. So, das hier wird schwierig jetzt. Mit dem hier. Wobei, wenn ich es weit genug rund schaffe, dann dürfte das vielleicht auch gar nicht so schwierig sein. Ich mache mir nur mal ein bisschen einen breiteren Pfad, damit ich auch keine so Panik haben muss, um hier tatsächlich durchzukommen. Ich dachte eigentlich schon, das wär's. Aber da kommt scheinbar noch ein bisschen was. Oh, Sniper! Gott, hat der eine Reichweite? Leck mich am... Wow! Also da kann ich ihm wirklich nichts vormachen. Was Reichweite angeht, ist der Kerl mir haushoch überlegen. Da habe ich keine Chance. Aber gut, so allgemein krieg ich es natürlich trotzdem hin. So. Bin ich jetzt am Ende? Ich denke doch immer noch nicht. Gleich. Puh. Erste echte Sniper-Mission zieht sich auf jeden Fall. Gut. Aber wir haben ja eine halbe Stunde eingeplant. Theoretisch. Treffe ich nicht. Ah. Ja, schieß doch. Schieß. Treffe ich dich da oben auch nicht, ne? Hier oben günstig. Wow. Okay, ich stehe hier ganz schön unter Beschuss. Das ist ein bisschen uncool gerade. Muss ich erstmal hier hochkommen. Puh. So, dafür konnte ich die beiden jetzt erledigen. Und dich da hinten kriege ich auch. Und danke. Cool. Der Kleine hier ist dann sowieso kein Problem. Und damit können wir uns endlich zum Elektrowels hintun. Mit schnellen Sprüngen, Schritten, wie auch immer. Puh, wow. Holla, du hast es geschafft. Ja, hat mich auch gewundert. Hier, der Octoling-Hinterhalt im Blauflossendepot, der wird, glaube ich, übel. Das sind dann auch noch böse und aggressive Octolinge. Ich habe ja so schon genug Probleme mit denen. Aber okay. Alles okay. Wir kriegen das hin. Oh, das war blöd. Oh, ich bin tot. Oder auch doch nicht. Phew. Ich habe keine Ahnung, warum ich das gerade überlebt habe. Ich glaube einfach, weil der Gegner mich nicht getroffen hat. Aber da kommt auch gleich der Nächste, den ich erstmal treffen. Ich muss die Octolinge hier erstmal ins Visier kriegen, bevor ich da irgendwas... Das ist gar nicht so einfach. Wow, wenn die Bombe mich zum Beispiel... Nein, oh, was mache ich denn? Panik, 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 Scheibenkleister. Oh, das war blöd. Das war richtig, richtig blöd. Da bin ich aber mitten in die Falle getappt, bin ich hier. Ach Gott. Ach, komm schon, du... Du blöde Nuss. Ich hab keine Tinte. Unfassbar hier. Die wehrt sich aber auch. Gibt's gar nicht. Das meine ich mit dem Sniper. Ich treffe sie einfach nicht. Das ist so unfassbar. Da habe ich... das ist mein zweiter Tod. Oder auch nicht. Weißt du, da habe ich einen Sniper und treffe doch nichts. Wofür habe ich die Waffe denn dann? Ich weiß, das liegt wahrscheinlich an mir, aber trotzdem. Es ist
so allgemein schon ein bisschen unpraktisch. So, das war auf jeden Fall ein besserer Kill. Mal gucken, wo da hinten ist ein Checkpoint. Vielleicht sollte ich mir den erstmal angeln. Und dann fliehen! Ich fliehe jetzt einfach. Ich hau jetzt einfach ab. Tschüss! War nicht schön, euch kennengelernt zu haben. Ich bin auf jeden Fall weg. Ich weiß, das ist eine verdammt feige Taktik, aber vielleicht sogar das Beste, was ich hier mit dem Sniper tun kann. Also mal ohne Witz. Och, damit. Das ist fies. Das ist jetzt echt saufies. Ich muss mich hier... Oh, ich muss mich hier gegen eine wehren, wo ich mich nicht verstecken kann. Das ist... Oh Gott. Ich meine, ich kann mit dem... Ich kann mich vielleicht mit dem Schild dran wagen. So allgemein wäre es natürlich cool, sie von weitem erstmal zu erledigen. Zumindest einen von den beiden hier. Oder kann ich das Ding da oben vielleicht aktivieren? Nee, scheinbar nicht. Okay, oh Gott. Na dann. Versuchen wir das hier mal. Und nutzen einfach unser Schild rechtzeitig. Und machen einen Abflug. So, ich bin weg. Tschüss. Pfui, oh wow. Das war... Ich glaube, ich hatte auch nur noch das eine Leben hier, oder? Das war tatsächlich mein letztes Leben. Oh, dammit. Und jetzt kommt auch noch der Endboss. Vor dem hatte ich ja Angst. Wobei die Mission... Bin mir nicht sicher, ob die Mission hier nicht schlimmer war als der Endboss. Hier muss ich einfach nur schnell sein. Aber gut, ein weiteres Minispiel, das wir uns dann bei Gelegenheit natürlich auch noch ansehen werden. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. Ich muss mal gucken, wie ich das mit dem Gamepad mache, weil ich muss ja dann das Gamepad filmen. Was... nicht unbedingt das Einfachste ist. Es hat einen Grund, warum ich seit Ewigkeiten keine Handheld-Spiele mehr gemacht habe. Es ist einfach nicht so schön, wenn man die nicht direkt aufnehmen kann. Und das Gamepad sowieso nicht. So, das hier ist nämlich das Problem, was ich mit dem Endgegner hier nämlich habe. Ist, dass ich mich ja fressen lassen muss und dann einen Ausweg brauche. Och, dammit. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich das dachte. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt macht. What the... Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist mir noch nie passiert. Auch stellt euch mal vor, er hätte jetzt noch mehr Zähne gehabt. Ich fürchte nämlich, das sind alle Zähne, die er da ausspuckt und euch quasi als Raketen abschießt damit. Und stellt euch jetzt mal ehrlich vor, er hätte mehr Zähne gehabt. Es hätte übel ausgehen können. Jetzt ist natürlich auch mein Problem, dass die Zähne stärker werden und entsprechend es für mich schwieriger ist. Wow, okay, das hat funktioniert, hier rauszukommen. Zum Glück scheint der Konzentrator, was das angeht, relativ nützlich zu sein. Einfach weil... Oh, das habe ich jetzt natürlich vergessen. Das hat gerade... Scheint in dem Sinne ganz praktisch zu sein, dass ich mit dem Konzentrator halt voll aufgeladen relativ viel Schaden, doch zumindest auf den einen Zahn, machen kann, den ich abschießen muss, um rauszukommen. Von daher funktioniert das hier zum Glück ganz gut. Das hat nicht funktioniert. Damit. So, mal gucken. Ich muss mir hier erstmal einen kleinen Fluchtweg bauen. Oh ja. Das ist... Oh Gott. Oh, damit. Hilfe. What the fuck.
Ja, gar nicht mal so ohne hier. Tatsächlich gar nicht mal so ohne. Aber funktioniert auf jeden Fall um einiges besser, als ich dachte. Das muss man auch sagen. So, da haben wir es schon. War gar nicht so schwer, wie ich dachte. Wir haben auf jeden Fall was Neues gesehen. Ja, von dem Angriff habe ich nichts gewusst, aber so insgesamt hat es dann zum Glück doch ganz gut funktioniert. War auf jeden Fall, da war die Mission vorher war schwieriger. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich dachte, ich hätte ja wegen den Zähnen echt Riesenprobleme. Aber zum Glück hat das gut funktioniert. Wir können uns den Elektrowels schnappen und sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit diesmal den tatsächlich letzten drei Missionen und schließlich dann im übernächsten Part mit dem Endkampf und dem Konzentrator.